Na, verdammt. Machst du Feuer? Nein. Den wollte ich noch reinkriegen. Jetzt machst du Feuer. Oh shit, falscher Move. Okay, jetzt heilen. Oh shit. Wenigstens habe ich Zeit genug, um wegzulaufen vor dem Feuer. Jetzt, wo ich mittlerweile das Timing raus habe. Schnell noch eingesippt. Was? Okay, nicht. Nicht nach hinten ausweichen. Einfach zu ihm hin. Wenn ich jetzt noch irgendwann mal treffe, wäre das richtig episch. Oh. Okay. Das sind zwei Angriffe mit der Reichweite. Für Phase 1 ist schon das Doppelschwert besser. Ich glaube, für Phase 2 nehme ich lieber mein normales Schwert. Habe ich aber Übergewicht. Dann passt's wieder. Okay. Vielleicht gucke ich auch mal, dass ich ab Phase 2 eine Glut aktiviere. Vielleicht klappt das dann ja besser. Aber ich muss gerade sagen, die Hähnchenphase war echt gut. Ich habe das Gefühl, ich treffe ihn einfach bei dem ersten Angriff einfach nie. Oh, shit. Das war... Ich habe irgendwie was anderes erwartet. So, jetzt landest du ganz normal und jetzt kann ich draufhauen. Na, leider nicht. Oh, Feuer. So, und schnell weg. Ja, auf jeden Fall schnell weg. Kommt jetzt. Nice. Und schnell wieder hin. So, jetzt schlägt er noch auf den Boden einmal ein. Fliegt wieder hoch und landet. Dann hau ich dann wieder mal daneben. Ja, da hat mich leider die Kamera ein bisschen genervt, weil ich nicht in seine Richtung mich oder
so ich dich wegdrehen konnte. Oh, Feuer. Das ist für mich die dankbarste Phase. Jetzt erstmal wieder weglaufen, jetzt schlägt er nämlich auf den Boden. So, und jetzt schnell eine Glut aktivieren. Habe ich die noch aktiviert bekommen? Nein, natürlich nicht. Yikes. So, jetzt kommt dann noch ein zweiter Hit und... Ah ne, zwei nur. Okay. Ne, das war der kurze. Zu früh gedodged. Ich hasse es, dass es ein Zwei-Phasen-Boss ist. Das ist halt das Blöde. Du machst ewig lange die erste Phase, also immer wieder, die schaffst du ohne Probleme und kommst dann bei der zweiten Phase an und musst da jetzt erstmal nach und nach ganz langsam anfangen, die zu lernen. Vor allem, wenn die erste Phase auch schon wieder so unendlich lange dauert. Ich will hingehen und einen Boss direkt wieder versuchen. Und nicht erstmal nochmal versuchen, die Phase zu lernen. Weil den zu besiegen dauert, wenn es gut läuft, weiß nicht, 3-4 Minuten. Bis dahin habe ich doch gefühlt schon alles wieder vom namenlosen König vergessen. Was? Das ist ein anderer Angriff als eben. Hm, Feuer. Das ist gut. Also mittlerweile ist die Hähnchenphase eigentlich ziemlich easy. Es dauert einfach nur. Oh, jetzt kommt noch die andere. Ja, genau das. Ganz vergessen, hinterher zu gucken. Blitz. Feuer. Einfach so auf den Boden hauen. Oh. Was machst du jetzt? Weil kann wegfliegen. Ah, der Blitz von oben. Yikes. Nice. Oh. Hä? Ich habe da gerade kurz im Moment nichts gemacht. Und dann war ich so wieder zu weit weg. Nein! Das war so free. What do you do now? Wegfliegen. Jetzt. Okay, diesmal habe ich die Glut reinbekommen. Nein, zu früh. Was? Oh shit! Ich hab mein Estus nicht ausgerüstet. Trink, du Sack. Kamera. Bitte. Also.
Also direkt neben ihm zu stehen und einen zu sippen, ist wahrscheinlich nicht unbedingt meine schlauste Idee gewesen, aber... I did it. Ich war direkt bestraft, Alter, für den einen Schlag, den ich mache. Ich habe fast keine Ausdauer mehr, holy. Was? Kamera! Wow! Anvisierung bitte! Danke! Was war das denn wieder für ein Bullshit? Einfach die Anvisierung verlieren und dann kommt er von hinten, sodass ich ihn auch nicht mehr abblocken kann. Sowas regt mich dann doch wieder auf. Der Kampf ist ja auch so schon eine unglaubliche Geduldsprobe, weil ich vielleicht mal einen Angriff mal reinbekomme. Keine Ahnung, alle 30 Kombos und dann macht er so einen Quatsch und verschwindet einfach. Meine Güte. Treffen will gelernt sein. Zu Feuer? Ja, nice. Oh! Das haben wir noch nie gemacht, dass er direkt einen Blitz von oben geschossen hat, während ich da stand. Und den Windangriff kenne ich auch noch nicht. Pack doch nicht neue Angriffe raus. Ich habe zwar gerade keine Ahnung, was da passiert ist, aber ich bin einfach, glaube ich, gefühlt gleich 30 Angriffen einfach blind ausgewichen. Wenn du denkst, du hast den Boss mittlerweile schon ein bisschen drauf und er dann plötzlich neue Angriffe auspackt, ja. Einer der beiden Bosse, für die du deine Ausrüstung im ersten Playthrough geändert hast. Inwiefern geändert? Auf Havel gewechselt, um keinen Schaden zu nehmen? Blitzresistenz all the way. Ja gut. Es kann wahrscheinlich sogar wirklich nicht schaden. Die Sache ist, habe ich nicht meine ganze Ausrüstung ständig verkauft vorhin? Oder nicht vorhin, aber in den letzten Streams. Hast du Feuer? Ja, okay. Also wenn ich ihm zu lange zu nah dran bin, haut er mir direkt von oben einen Blitz auf den Kopf. Okay. Ah, zu lange ausgeholt. Hallo? Trinken Sie was? Na, ist auch nicht gepasst. Und ausweichen. Ich glaube, so eine Blitzresistenz wäre wahrscheinlich wirklich nicht so blöd. Oh shit, es war zu früh. Kann ich den Rest einfach auf seinen Füßen... Aua. Hauen.
Oh, never mind. Er macht den Easy Move. So. Wechseln. Ich lass mal die Glut weg. Erstmal versuche ich den ein bisschen zu lernen. Den Ring sollte ich haben, ja. Der ist neu. Mach doch nicht zwei unterschiedliche Kombos mit der gleichen mit dem gleichen Anfang. Ich kann mal gucken. Nach der Blitzresistenz. Oder überhaupt, wie viel Blitzresistenz wir überhaupt haben. Eigentlich haben wir eine Metallrüstung. Blitzresistenz ist ziemlich am Arsch. Wir haben eine Blitzresistenz von 132. 17. Ich kann ja mal gucken. Haben wir den Donnersteinplattenring. Erhöht zumindest die Absorption auf jeden Fall schon mal ganz gut. Habe ich denn noch andere Rüstung oder habe ich alles verkauft? Ist jetzt die Frage. Können wir gucken. Nö, ich habe alles behalten. Sehr gut. So, ich habe aktuell eins mit 3,1 auf Blitz. Da hätten wir 4,8. Da hätten wir 5 immerhin. Auch nochmal 5. Die da war das, ne? Die wiegt 1,8. Die wiegt auch 1,8. Dann nehme ich mal beide mit und guck mal. Dann ziehen wir uns jetzt einfach ein bisschen um. So, die hat 9,7 auf Blitz. Das ist ja nichts. 12,8. Mal gucken, ob das was bringt. 13,5. Ja, dann ist hier die 3, mit 13,5 am besten gewesen. Wo war die denn jetzt? Die Hofzaubererrobe. Ansonsten war das jetzt mit 13,3. So. 3,6. Die Hofzauberer Handschuhe. Oder die normalen Zauberer Handschuhe. Ja. Und die sind sogar ziemlich gut. 5,5. Wobei, nein. Ich habe schon bessere gesehen. So, Silberritt hätte ich 6,7. Die Zaubererhose 7,6. Die Hofzaubererhose wäre schon mal bei 8. Da war noch was mit 7,9 noch. Das nehme ich auch mal kurz. Die Stiefel des Beschwörers. Okay. Dann schauen wir mal. Ich muss natürlich auch gucken, dass ich die anderen Sachen nicht zu weit runterhaue. Weil so ein bisschen draufhauen tut er ja immer noch. Ich glaube, dann ist das schon mal besser. Das. Moment. Meine Handschuhe haben schon eigentlich mit die besten. Und das. Wie sehe ich aus? Hässlich. Gut. Habe ich noch ein Schild, der noch mal ein bisschen besser Blitz blockt? Sollte ich mal blocken? Der blockt 43 Blitz. Da hätten wir zumindest 58, 56, 64 immerhin. Oder das ist ein Großschild gewesen. Hier hätten wir den vom Lothric. Der ist sogar 87. Das ist nice. Wahrscheinlich keinen besseren finden, ne? Nee. Ich bin ein Priester geworden. Moment, ich kann auch gerne. So. Dann sehe ich nicht so hässlich aus. Da muss man mein Gesicht nicht sehen. So, und Schild des Lothric-Ritters. Jetzt, wo ich unter 50% bin, habe ich nochmal eine bessere Roll? Oder wie war das? Bei 70 und bei... wahrscheinlich noch weiter unten, ne?
Nee, 25 und 70. Schade. Okay. Also wir haben auf jeden Fall jetzt ein gutes Stückchen mehr Blitzresistenz. Mal gucken, ob das funktioniert. So, erstmal hier wieder das fürs Chicken ausrüsten. Für unten 0. Die Sache ist aber, bevor wir jetzt da nochmal reingehen, gehe ich nochmal kurz auf Toilette. Von daher, einen kurzen Moment. Ja. Wollen wir den nochmal versuchen? Mal gucken, ob ich jetzt mehr auf die Fresse bekomme, weil er ja wahrscheinlich auch neben seinen Blitzangriffen aber auch normale Angriffe macht. Was? Achso, ich bin an seinem Arsch. Okay. Versuch Nummer 1. Wir haben nichts geschafft. Also so, wirklich nichts. Ich wurde einfach hardcore gegrillt. Aber die 8000 Seelen nehme ich immer mit. So. Probieren wir das nochmal. Kommen Sie her. Zu früh. Irgendwann kriege ich auch mal einen Angriff rein. Oh shit. Jetzt kam meine Zeit. Endlich mal. So, schnell weglaufen. Außer er zieht nach vorne und zieht mir die Beine weg. Das ist dann nicht so geil. Fliegst du? Ja. So, erstmal der Blitzschlag und dann der Angriff. Hat ja gut funktioniert. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich mehr Schaden nehme. Weil mein Estus mich jetzt nicht mehr voll heilt. Oh shit. Da kommt das Feuer. Dann treffe ich einfach nicht. Ja. Also die beiden Versuche jetzt nach der Toilettenpause waren ja echt katastrophal einfach. Ich hätte doch einfach die Flasche nehmen sollen. Eine hätten wir noch hier, die leer ist. Ein Griff ins Klo quasi, ja. Schon. Ach ja. Den ersten Angriff schaffe ich einfach nie, weil ich immer die falsche Reichweite habe. So. Oh shit, da kommt noch ein zweiter. Hab's nicht mitgerechnet. Hier reicht es ja, glaube ich, eigentlich, wenn ich einfach nur ein bisschen rumlaufe. Und hier hätte das eigentlich auch, glaube ich, gereicht, aber irgendwie bin ich in seinen Angriff reingesprungen. Oh, Feuer.
Wenigstens ein bisschen getroffen. Yikes! Ich habe den Angriff in meinem Controller gespürt. Ist das denn so, wenn man wirklich einem Angriff wirklich haarscharf ausgewichen ist, dass der Controller vibriert? Oh nein, ich bin zu weit weggegangen. Ja, da wurde ich gegrillt. Was? Warum bin ich nicht auf den Boden gefallen? Das hat mich jetzt leider viel zu sehr irritiert. Nein, ich bin schon wieder zu weit weg. Ah, ich mache einfach einen Fehler nach dem anderen, ne? Richtig schlecht einfach. Ah. Der knallt auch mit seinen Füßen einmal auf den Boden. Das hat mir vielleicht ab und zu mal wehgetan. Oh, falsche Seite. So, einmal Waffe wechseln. Bitte nicht zweihändig führen.